Es freut mich, dass ich euch begrüßen darf zu diesem Vortrag. Und es freut mich natürlich auch, den heutigen Speaker vorstellen zu dürfen. Lukas Glor studiert Philosophie und Biologie an der Uni Zürich und interessiert sich schon Zeit seines Lebens, kann man fast sagen, für Philosophie und insbesondere für Ethik. Er ist auch der Mann, der bekannt dafür sein sollte, alle ethischen Probleme gelöst zu haben, noch nicht bekannt dafür ist. Und auf dem Weg zur Lösung aller ethischen Probleme hat er irgendwann auch gemerkt, dass Gedankenexperimente ganz nützlich und wichtig und eigentlich unerlässlich sind. Hat zugleich aber auch bemerkt, dass viele Leute die Wichtigkeit und überhaupt die Relevanz von Gedankenexperimenten nicht zu anerkennen scheinen. Ich meine, oft kriegt man, wenn man mit Gedankenexperimenten argumentiert, ja Repliken wie, ja, aber das ist ja nur ein Gedankenexperiment oder das ist ja nur hypothetisch. Das entspricht ja nicht der Realität. Was argumentierst du daher in hypothetischen Situationen? Warum ist das überhaupt relevant? Und ich glaube, insbesondere gegen dieses Argument will er mit dem heutigen Vortrag Stellung beziehen. Und anhand von einigen Beispielen und auch von einigen theoretischen Überlegungen in die Relevanz und Wichtigkeit von und Nützlichkeit, dann auch praktische Nützlichkeit von Gedankenexperimenten einführen. Danke. Mein Vortrag heute ist gleichzeitig eine Einführung in die Ethik und in die Kunst, richtig mit Gedankenexperimenten umzugehen. Die grobe Struktur des Vortrags ist wie folgt. Zuerst werde ich erklären, welche Fragen die Ethik überhaupt zu beantworten versucht. Danach komme ich zu den Gedankenexperimenten und da geht es vor allem zuerst darum, dass wir Variablen isolieren, damit wir uns auf das Wesentliche eigentlich konzentrieren können. Anschließend werde ich aufzeigen, wie Gedankenexperimente beitragen können, dass wir in der Ethik Fortschritt machen und zu Resultaten kommen können. Bei Punkt 4 werde ich ein Anwendungsbeispiel geben, wo wir Gedankenexperimente auf die Frage anwenden, ob sich Leid aggregieren lässt oder nicht. Das ist eine sehr kontroverse Frage, zu der ich dann weiteres erzählen werde. Und am Ende werde ich noch einmal zusammenfassend dazu kommen, dass auch sehr hypothetische Szenarien, hypothetische Gedankenexperimente nützlich für uns sein können. Also, was ist Ethik? Das ist sicherlich eine sehr große Frage, über die man lange reden und diskutieren könnte. Ich werde hier nur kurz meine Sicht der Dinge vorstellen. In einem breiten Sinn geht es in der Ethik eigentlich um die Frage nach Zielen, also so in etwa, was ist mein Ziel im Leben? Und das hier keine Einschränkungen hat, keine weiteren Einschränkungen, können diese Ziele sehr verschieden sein. Es kann also auch purer Egoismus sein oder irgendetwas Ungewöhnliches wie das Sammeln von Schmetterlingen. Oft ist es aber so, dass wenn wir über Ethik reden, dass wir einen engeren Sinn von Zielen meinen. Also Ziele, die altruistisch sind, Ziele, die von einem unparteilichen Standpunkt her Sinn ergeben. Und dazu hat der Ökonom John Harsanyi ein sehr schönes Beispiel gemacht, ein Gedankenexperiment, genannt Schleier des Nichtwissens, der eigentlich aufzeigt, wie dieser Sinn von altruistischen oder unparteilichen Zielen zu verstehen ist. Es sieht so aus, er fragt uns vorzustellen, dass wir die Regeln einer Gesellschaft, eigentlich die Regeln der Welt, wie die Menschen in der Welt handeln sollen, dass wir die vorgeben können. Also wir haben jetzt die Möglichkeit zu sagen, wie man Staaten aufbauen soll, wie das Rechtssystem funktionieren soll und nach welchen Grundsätzen die Menschen in der Welt handeln sollten. Und dazu trifft er noch eine Vorkehrung, damit man nicht einfach sagen kann, ich möchte, dass alle Menschen mir dienen und für mich arbeiten, gibt es eben diese Vorkehrung, den Schleier des Nichtwissens. Man ist halt so hinter diesem Schleier und nachdem man die Regeln für die Welt gemacht hat, wird man irgendwo in die Welt hineingeboren. Man weiß aber nicht, in welche Position man dann hineinkommt. Man weiß nicht, ob man alt oder jung sein wird, ob man intelligent oder dumm sein wird. Und deshalb ist es eigentlich so, dass selbst aus egoistischen Gründen würde man hinter diesem Schleier des Nichtwissens Regeln aufstellen wollen, die fair sind, weil man ja eben nicht weiß,
in welche Stellung man dann hineinkommt. Das verdeutlicht einem schon sehr gut, worum es in der Ethik geht, aber man kann sicher nicht alle Fragen damit beantworten. Es bleibt also vieles offen und es fragt sich, wie gehen wir weiter vor? In den Naturwissenschaften ist es sehr einfach. Da können wir empirische Experimente durchführen, wenn es irgendeine Fragestellung gibt, und dann sehen wir sehr schnell, ob unsere Annahmen stimmen, und wenn die Experimente irgendetwas Unerwartetes zeigen, dann wissen wir nochmals über die Bücher. Es ist eigentlich immer klar, wo wir stehen und ob jetzt die Hypothese richtig ist oder nicht, das stellt sich nach dem Experiment heraus. In der Philosophie können wir aber nicht auf diese Experimente im Labor zurückgreifen. Und deshalb müssen sich Philosophen und Ethiker damit begnügen, solche Experimente halt in Gedanken durchzuführen. Auf den ersten Blick klingt das wahrscheinlich sehr komisch. Ja, Experimente in Gedanken, was bringt das schon? Aber wir werden sehen, dass sich da eigentlich erstaunliche Parallelen mit Experimenten in der Wissenschaft zeigen. Zum Beispiel eben, dass wir auch in Gedankenexperimenten Variablen isolieren müssen, dass das etwas sehr Wichtiges ist. Und auch, das ist eigentlich der Hauptgrund, weshalb man Gedankenexperimente durchführt, das ist, dass man Prinzipien oder Intuitionen überprüft, ob sie konsistent oder kohärent sind. Mit Konsistenz ist hier etwas wie Widerspruchsfreiheit gemeint, also dass ich nicht im einen Fall irgendetwas behaupte und dann so handle und im anderen Fall das pure Gegenteil mache. Und auch mit Kohärenz ist gemeint, dass die Begründungen, die ich für mein Handeln angebe, eigentlich zusammenhängen und Sinn ergeben und nicht irgendwie ein lose zusammengewürfelter Haufen ergeben. Dazu werde ich später noch weiteres sagen. Zuerst gehen wir aber auf das Isolieren von Variablen ein, und zwar anhand von Beispiel der Biodiversität. Viele Leute denken, dass Biodiversität etwas Wichtiges ist. Und wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, ob wie viel Urwald in Brasilien abgeholzt wird oder wie wir generell die Umwelt zerstören, dann ist ein Grund, weshalb das viele Menschen schlecht finden, sicher, dass es die Biodiversität mindert. Und jetzt haben wir hier ein Bild von einer Maus, Spitzmaus oder was auch immer. Und die Frage ist, das ist eine Spezies, und wieso wäre es jetzt schlimm oder was wäre schlimm daran, wenn es diese Spezies plötzlich nicht mehr gäbe? Und der Punkt ist, dass hier sehr viele Variablen mitspielen. Also es kann sein, dass das Interesse der Menschen davon abhängt, also die Menschen können sich für dieses Tier interessieren. Es kann sein, dass dieses Tier eine wichtige Rolle im Ökosystem spielt. Und es kann sein, dass wir von diesem Tier lernen können, über dieses Tier etwas lernen können, indem wir es studieren, indem wir molekular, zellgenetisch oder so das Tier anschauen und schauen, ob wir da irgendwelche interessanten Mechanismen entdecken. Und das sind eigentlich alles indirekte Gründe, weshalb man denken könnte, dass das wichtig ist. Und um eigentlich den Wert der Biodiversität selbst zu analysieren, müssen wir solche Variablen isolieren. Da können wir zum Beispiel hypothetisch voraussetzen, dass es sich um ein sehr langweiliges Tier handelt, wo die Menschen eigentlich kein Interesse haben, und es würde jetzt niemand stören, wenn es diese Maus plötzlich gar nicht mehr gibt. Dann spielt sie auch keine wichtige Rolle im Ökosystem. Wenn das Tier plötzlich weg wäre, würden alle anderen Tiere eigentlich gleich froh oder nicht froh weiter existieren und es würde nicht irgendwie alles zusammenbrechen. Dann gibt es auch nichts Interessantes über dieses Tier herauszufinden. Also stellt euch vor, wir sind uns ganz sicher, dass es da keine relevanten Erkenntnisse geben wird, selbst wenn wir das Tier hunderte Jahre lang studieren würden. Und ja, dann bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig, dann haben wir quasi das langweiligste Tier, das wir uns vorstellen können. Aber es ist immer noch ein fühlendes Individuum, das Schmerz empfinden kann, das ein Leben hat, und das ist auch noch ein Faktor, den es zu berücksichtigen gilt. Und hier können wir einfach sagen, das wollen wir auch nicht, wir wollen ja nicht darüber sprechen, ob man das Tier jetzt, ob es schlimm wäre, wenn es stirbt, sondern einfach um die Vielfalt, um die Artenvielfalt. Also können wir noch sagen, dass wenn dieses Tier nicht aufstirbt, dass ein paar Mitglieder einer anderen Art sterben würden. Und das bleibt also auch gleich. Und wenn wir das alles wegnehmen, dann bleibt eigentlich von dieser Biodiversität nur noch ein lateinischer Name übrig.
von dieser Spezies und so quasi die Vielfalt, die wir, wie wir ja vorausgesetzt haben in dieser Überlegung, die eigentlich niemandem groß etwas nützt, weil die Menschen an diesem Tier zumindest kein großes Interesse haben. Und wenn man das so aufbaut, dann ist es vielleicht schon nicht mehr so klar, ob wir jetzt dieser Biodiversität einen Wert geben sollten. Und hier können wir natürlich weiter diskutieren. Ich möchte aber nur noch kurz zusammenfassen, dass eben, wenn wir von Biodiversität reden, vielleicht oft indirekte Variablen eigentlich gemeint sind. Und an diesem Punkt ist es wichtig zu unterscheiden zwischen etwas, das instrumentell wichtig ist, und etwas, das intrinsisch wichtig ist. Also intrinsisch bedeutet, dass etwas an sich für uns einen Wert hat, und instrumentell ist etwas, wenn wir es eigentlich für etwas anderes brauchen. Also das Beispiel, ein gutes Beispiel wäre hier die Medizin. Viele Leute würden sagen, Medizin ist etwas sehr Gutes, aber stellt euch eine Welt vor, in der niemand jemals krank werden würde. Wäre es dann schlecht, dass es in dieser Welt keine Medizin gibt? Ja, eigentlich nicht, weil das brauchen wir doch gar nicht. Und deshalb ist die Medizin eigentlich nur instrumentell gut, damit die Menschen nachher nicht krank sind. Für jeden intrinsischen Wert, den wir setzen, sollten wir dann auch bereit sein, bei anderen Werten Abstriche zu machen. Also wir müssen irgendeinen Preis dafür zahlen, wenn wir in Entscheidungssituationen uns entscheiden möchten, wie wir unsere Ressourcen einsetzen. Und bei der Biodiversität kann es auch kann es einen Unterschied machen. Stellt euch ein Gedankenexperiment vor, dass es auf der Welt nur noch zwei Pandas gibt, ein Männchen und ein Weibchen. Das ist gar nicht so weit hergeholt, es gibt ja nicht mehr viele Pandas. Und dann können wir entweder mit sehr viel Geld diese Pandas retten, oder wir könnten mit dem Geld dafür sorgen, dass viele Rehe nicht sterben, die auch Wildtiere sind. Und von den Rehen gibt es genug, also könnte man sagen, ja, die zählen weniger. Aber ist es nun wirklich so, dass die Pandas, dass es viel, viel wichtiger ist, diese Pandas zu retten? Und genau hier kommt nachher die Frage, ob wir noch einen zusätzlichen Wert auf diese Spezieszugehörigkeit legen sollten oder nicht. Bei den Pandas ist natürlich noch der Fall, dass sie äußerst süß sind. Und das wird für viele Leute natürlich den Ausschlag geben, aber stellt euch vor, die Tierchen sind weniger interessant und ja, oder wollen wir überhaupt diese Süßheit als Kriterium haben? Und dann wird die Frage doch schon einiges schwieriger. Zum dritten Teil des Vortrags. Nun möchte ich dazu kommen, wie man Gedankenexperimente dazu verwenden kann, Fortschritt in der Ethik zu machen und ob das überhaupt möglich ist, ob es eigentlich immer nur auf Intuitionen zurückgeht letztendlich und ob es da nichts mehr zu diskutieren gibt. Der Prozess, der eigentlich gemacht wird mit Gedankenexperimenten, ist, dass wir ein paar Prinzipien haben, die wir denken, nach denen möchte ich handeln. Und dann kommt jemand und stellt ein Gedankenexperiment auf und fragt, würdest du es jetzt immer noch so machen, wenn ich den Extremfall davon nehme? Und dann muss man sich entscheiden, ja, das ist wirklich ein Prinzip, hinter dem ich stehe, oder nein, vielleicht habe ich da etwas noch nicht bedacht und vielleicht möchte ich nun meine Meinung dazu ändern. Und weiter kann man auch noch nach Begründungen fragen. Also es ist sicher immer die Möglichkeit da, dass man einfach sagt, dogmatisch, ich mache das und das und ich möchte nicht mehr weiter darüber reden. In einem solchen Fall ist es wahrscheinlich sehr schwierig, Fortschritt zu machen über diese Methode. Aber wenn wir eigentlich daran interessiert sind, einen Diskurs zu führen und auch Gründe für unser Handeln anzugeben, dann kann man auch diese Gründe anschauen und daraus gehend dann weitere Gedankenexperimente konzipieren. Dazu werde ich nachher ein schönes Beispiel liefern. Und das wohl bekannteste Gedankenexperiment in der Ethik oder vielleicht sogar der Philosophie allgemein ist das Trolley Problem. Und da wurden so viele Variationen davon gemacht, dass es nun auch unter dem Namen Trolleyology bekannt ist. Das kann man fast schon studieren. Und das ist ein schönes Beispiel, weil man es eben von verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann. Und ob schon wahrscheinlich viele von euch das Beispiel schon kennen, werde ich nun genauer darauf eingehen und eben zeigen, wie man sich da viel dazu überlegen kann. Nun, das ist der Standard Case.
ein Trolley, also eine Straßenbahn, rast von oben auf die 5 Arbeiter zu. Da sind 5 Arbeiter auf dem Gleis gefangen, die können nicht weg. Und die Straßenbahn wird da drüber fahren und die alle töten. Wir sind nun am Schalter dort in der Mitte und wir können entscheiden, ob wir die Straßenbahn umlenken wollen, sodass nur die eine Person auf der von euch linken Seite stirbt. Dieses Problem wurde in vielen Kulturen den Leuten gestellt und es ist überraschend, dass eigentlich fast überall auf der Welt haben die Menschen die gleiche Ansicht und etwa 90% der Leute würden da die Weiche stellen, sodass nur am Schluss nur ein Arbeiter stirbt anstatt 5. Dann gibt es eine Variation dieses Problems und die geht wie folgt. Wir stehen diesmal auf der Brücke und wieder rast ein Trolley auf 5 Arbeiter zu und dieses Mal können wir auch etwas tun, damit nur jemand stirbt, aber dieses Mal müssen wir einen dicken Mann, der vor uns auf der Brücke steht, von dieser Brücke schubsen, damit er auf die Schiene fällt und dann vom Trolley angefahren wird. Und weil der Mann schwer ist, wird das nachher die Straßenbahn zum Halten bringen. Und da hört man schon fast den Ruf Einwand, Einspruch, das geht doch nicht. Also ein dicker Mann wird doch nicht diese Straßenbahn zum Halten bringen. Und das ist ein guter Punkt, um auf die Regeln bei Gedankenexperimenten einzugehen. Das sind also die impliziten Regeln und die Regel 1 ist, man darf das Szenario nicht anzweifeln. Also wenn ich euch das sage, dass dieser dicke Mann da die Straßenbahn zum Halten bringt, dann ist das so und damit müsst ihr halt umgehen können. Dann kann man auch keine weiteren Handlungsmöglichkeiten vorschlagen. Also selbst wenn jetzt jemand denkt, ich hätte da noch eine gute Idee, wie man die Arbeiter trotzdem retten könnte, sei nicht. Es gibt leider nur diese Handlungsmöglichkeiten. Und man darf auch keine zusätzlichen Folgen erwähnen oder berücksichtigen. Also wenn man jetzt denkt, ja, vielleicht müsste man den Mann schon schubsen, aber es könnte ja sein, dass da mir irgendwie die Polizei auf die Finger schaut und nachher gibt das noch problematische Folgen. Nein, das darf man auch nicht und wir können uns eigentlich vorstellen, dass die Welt nach dem Gedankenexperiment endet. Es geht also wirklich nur darum, hier die relevanten Variablen anzuschauen. Ja, dann gehen wir zurück. Sollen wir diesen Mann nun von der Brücke schubsen oder nicht? Das Interessante ist, wie im anderen Beispiel geht es eigentlich nur darum, ob jemand stirbt oder ob 5 Personen stirbt. Interessanterweise ist es aber nun so, dass wenn man da verschiedene Gruppen von Leuten fragt, dass fast überall der Fall ist, dass 90% der Leute den Mann nicht schubsen würden. Und hier können wir uns fragen, ja, das ist interessant, was ist dann der Grund, wieso ist dieses Szenario anders als das Szenario, das wir vorher hatten. Also was ist der Unterschied, gebt doch bitte einen Grund an. Und da gibt es einige Ansätze, die es zu rechtfertigen, weshalb da die Szenarien unterschiedlich sind. Und der wohl bekannteste ist der Ansatz des Instrumentalisierungsverbots. Man sagt also, dass im ersten Fall, wo nur ein Arbeiter auf dem anderen Gleis war, das war halt einfach Pech. Der Arbeiter war dort, aber wenn er jetzt nicht dort gewesen wäre, dann wäre die Straßenbahn aufs Nebengleis gelenkt worden und es wäre niemand zu Schaden gekommen. Und beim dicken Mann ist der Fall so, dass ohne den dicken Mann gäbe es gar keine Möglichkeit, die Katastrophe zu verhindern. Und der Mann ist sozusagen nötig dafür, dass wir die anderen retten können. Er wird also da als Mittel gebraucht, diesen Zug zu stoppen. Und einige Denker, Philosophen sind der Meinung, dass das den relevanten Unterschied eigentlich darstellt. Nun kann man diese Begründung eigentlich als Grundlage für ein neues Gedankenexperiment nehmen. Wieder ein Fall vom Trolley Problem und das mal ein Loop, also eigentlich eine Schlaufe, wo wir eigentlich den gleichen Fall haben wie am Anfang, aber diesmal geht das Gleis weiter und nach dem einzelnen Arbeiter kommt es wieder auf die Hauptschiene zurück und der einzelne Arbeiter ist diesmal ein bisschen dicklich, sodass die Straßenbahn auch wegen dem Gewicht anhalten würde. Und nun ist es so, dass alleine die Anwesenheit dieses Arbeiters auf dem Gleis, des einen Arbeiters, nötig dafür ist, dass die Straßenbahn anhalten wird.
Und das Instrumentalisierungsverbot würde hier sagen, ganz klar, dass wir die Schiene nicht umstellen dürften. Und das ist eigentlich nur der, also der Unterschied hier zum ersten Beispiel ist nur dieses zusätzliche Stück Schiene, worauf hier der Zeigefinger zeigt. Und jetzt kann man provokativ fragen, ja, ist dieses zusätzliche Stück Schiene wirklich der Grund, weshalb hier 4 Menschen mehr sterben sollten als im anderen Fall? Und das dürfte den Vertretern dieses Instrumentalisierungsverbots sicher etwas zu denken geben. Zusätzlich hat der Neurowissenschaftler und Philosoph Joshua Green auch die Hirnaktivität der Leute untersucht, denen solche Fragen gestellt wurden. Und er hat auch noch etwas Interessantes herausgefunden. Nämlich, dass im ersten Fall, im Schalterfall, wenn wir einfach die Straßenbahn umlenken, dass dort diejenigen Hirnregionen am aktivsten sind, die für unser rationales Denken, die für das logische Denken verantwortlich sind. Und im Fall mit dem dicken Mann sind bei den meisten Leuten diejenigen Regionen aktiv, die für emotionales Denken, die für soziale Interaktionen wichtig sind. Außer bei diesen wenigen Leuten, die den dicken Mann stoßen würden, die denken dort auch eher rational und nicht mit den Emotionen. Und was sollen wir daraus folgern? Welchem System unseres Hirnes sollen wir eher vertrauen bei diesen Beispielen? Ich glaube, es gibt ein gutes Argument dafür, dass wir unsere Intuitionen in diesem Fall nicht so stark gewichten sollten und mehr mit der logischen, mit der rationalen Antwort gehen sollten. Und zwar können wir uns überlegen, woher kommen denn unsere Intuitionen und unsere emotionalen Reaktionen hier? Was ist der Prozess, der sie hervorgebracht hat? Und ist dieser Prozess überhaupt Goal-Tracking? Also spiegelt dieser Prozess eigentlich das wider, was uns selbst wichtig ist? Nun, unsere Intuitionen kommen von der Evolution. Hier auf dem Bild seht ihr die Umwelt unserer Vorfahren. Und das Ziel, in Anführungszeichen, der Evolution oder der Gene, war eigentlich nur die Kopierfreudigkeit. Und Ziel eben in Anführungszeichen, weil die Evolution kein wirkliches Ziel hat, sondern einfach diejenigen Gene, die am besten darin sind, sich zu kopieren, die sind nachher im Genpool am meisten vertreten und davon ausgehend haben wir dann diejenigen Intuitionen, die wir halt haben. Das Ziel in der Ethik aber ist etwas anderes, mehr etwas wie universelles Wohlbefinden. Und die zwei Sachen sind nicht das Gleiche und deshalb können wir eigentlich erwarten, dass wir ethische Biases haben. Und als ich anfing, systematisch über Ethik nachzudenken, war das eigentlich etwas, was mir am meisten eingefallen ist. Und ja, ich hoffe, ich konnte zeigen, dass bei diesem Beispiel die Gedankenexperimente eigentlich viel Fläche auftun, mit der wir dann gewisse ethische Fragen genau anschauen können und mit Hilfe von anderen Überlegungen dann hoffentlich zu gut abgestützten Konklusionen kommen können. Nun sind wir beim Punkt 4 im Vortrag, so für die Übersicht, damit ihr euch darauf einstellen könnt, was noch kommt. Nun kommt ein Beispiel zum Leid aggregieren oder Leid aufsummieren. Und hier geht es eigentlich darum, ob sehr viel kleines Leid über viele, viele Personen verteilt, irgendwann schlimmer sein kann als Folter konzentriert auf ein Individuum. Ein bekanntes Beispiel ist hier die Frage, ob einzelne Nadelstiche irgendwann schlimmer sind als Folter. Also stellt euch vor, eine Person wird extrem schlimm, tagelang gefoltert oder eine riesige Menge, also 10 hoch 100 Nadelstiche werden auf 10 hoch 100 Personen verteilt. Und die Frage ist nun, wenn wir nur eines dieser zwei Dinge verhindern können, welches würden wir wählen? Also 10 hoch 100 müsst ihr nicht genau anschauen, die Zahl ist eine riesige Zahl. Und wenn sie euch zu klein ist, könnt ihr euch eine noch größere Zahl vorstellen. Ich würde gerne eine Umfrage machen jetzt. Schließt bitte die Augen, damit niemand von den anderen beeinflusst wird. Und jetzt ist die Frage, wer denkt, dass man die Folter verhindern sollte? Und wer denkt, dass man die Nadelstiche verhindern sollte? Okay.
Es sind ist etwa 50-50, ich habe nicht genau gezählt, aber es ist interessant, dass beide Meinungen hier vertreten sind. Und ja, schauen wir, ob das am Ende noch gleich aussieht. Ja, man könnte sagen, dass es gar nie möglich ist, Leid zu vergleichen und dass das schlimmere Leid immer Priorität hat, auch dann, wenn man vom anderen Leid extrem viel nimmt. Aber dieser Fall scheint ziemlich unwahrscheinlich, wenn wir uns zum Beispiel dieses Beispiel hier anschauen, eine Schulter oder beide. Angenommen, 100 Leuten wird eine Schulter ausgerenkt, einfach ein sehr schmerzhafter Prozess, den wir dann aber wieder rückgängig machen können, oder einer einzigen Person werden beide Schultern ausgerenkt. Und ich werde jetzt nicht fragen, ich kann mir vorstellen, dass hier viele Personen denken würden, ja, in diesem Fall wird halt eine Person Pech haben, aber wenn wir da hunderten Leuten eine Schulter ausrenken würden, dann wäre das sicher schlimmer. Und ähnlich könnte man sich denken, dass extrem viele Nadelstiche, also wenn man irgendwie allen Menschen auf der Welt mit einer Nadel stechen würde, dass es dann schlimmer ist, als wenn es eine einzige Person die Schulter ausrenkt. Und vielleicht sollte ich noch sagen, dass mit einem Nadelstich ist nicht der physische Akt des Stechens gemeint. Es gibt ja auch Leute, die eine Phobie haben vor Nadeln und für die das extrem schlimm wäre, sondern damit ist wirklich nur gemeint der typische Schmerz, den jemand erleidet, wenn man mit einer Nadel gestochen wird. Und gleich ist es auch mit dem Beispiel vom Ausrenken der Schulter. Ich wollte einfach ein Beispiel finden, das wir uns gut vorstellen können und das irgendein schlimmes Level hat, der so etwa zwischen Nadelstich und Folter ist. Und dann können wir uns auch überlegen, dass wenn wir jeder einzelne Person auf der Welt die Schulter ausrenken würden, das vielleicht viel schlimmer wäre, als wenn wir eine Person ein paar Tage lang foltern würden. Und wenn man das noch nicht akzeptiert, dann könnte man die Unterschiede immer kleiner machen. Und ich würde behaupten, dass irgendwo ein Punkt kommt, wo die Leute akzeptieren, dass wir kleineres Leid, wenn es ganz oftmals geschieht, dass es schlimmer ist als größeres Leid. Und wenn man, wenn man diese Beispiele mit den Nadelstichen und dem Schulteransrenken anschaut, dann scheint es eigentlich, dieser Pfeil, einen Pfeil in die Richtung zu geben, dass die Folter irgendwann doch aufgewogen wird. Und jetzt können wir ansehen, Versuche, diese Konklusion zu blockieren. Also Leute sind damit nicht einverstanden und sie wollen eigentlich Argumente bringen oder Alternativen dazu, wieso man das nicht tun dürfte. Und irgendetwas muss man ja angeben. Wir müssen irgendwie in der Welt handeln und wir brauchen eine Richtlinie, wie wir uns in Entscheidungssituationen entscheiden würden. Und ein Versuch, diese Konklusion zu blockieren, dass man da die Nadelstiche verhindern müsste und nicht die Folter, ist, dass man ein kritisches Level definiert und sagt, ab diesem Leid hier kann es einfach nicht mehr von weniger schlimmem Leid aufgewogen werden. Das Problem hier ist natürlich, dass wir uns ein Kontinuum vorstellen können. Also wir können uns vorstellen, dass jemand in einer Badewanne ist und das Wasser ist schon etwas zu warm, dass es leicht unangenehm ist. Und dann kann man die Temperatur aufdrehen, dass es immer schlimmer wird, bis es eigentlich der Folter gleichkommt. Und da gibt es sehr viele ganz kleine Schritte. Und es wäre irgendwie komisch, zwischen zwei so kleinen Schritten irgendwie eine Linie zu ziehen und sagen, eine Sekunde vom schlimmeren Schmerz hier ist unendlich viel schlimmer als so viele Sekunden, wie du willst, vom Schmerz gleich darunter. Und deshalb ist dieser Ansatz, dass es ein kritisches Level gibt, das scheint nicht plausibel. Ein weiterer Versuch wäre, Relevanzlevel zu definieren. Also sagen irgendwie, Nadelstiche sind nicht relevant für Folter, aber zum Beispiel, sie können relevant sein für das Schulterausrenken. Weil dann hat man immer wie Vergleichskategorien und man kann dann sagen, egal wie viele Nadelstiche wir nehmen, es ist nie schlimmer als Folter, aber wenn wir einen Nadelstich mit etwas bisschen Schlimmerem vergleichen, dann kann es schon so sein, dass wir irgendwann die Nadelstiche verhindern müssten. Das hat auch ein Problem, und zwar müsste man die Transitivität aufgeben, wenn wir diesen Versuch annehmen würden. Was ist Transitivität? Das ist
wenn zum Beispiel gilt, dass x größer ist als y und y, ja, ich mache es ein bisschen mit Worten, verwirre ich mich nicht selbst, aber wenn Zürich größer ist als Basel und New York größer ist als Zürich, dann können wir eigentlich darauf schließen, dass New York größer ist als Basel, weil diese Beziehung x ist größer als y, diese Beziehung ist transitiv. Und die Beziehung etwas ist schlimmer als etwas anderes ist eigentlich in der Regel auch transitiv, aber einige Ethiker haben die Idee, dass wir diese Beziehung jetzt einfach nicht mehr transitiv machen sollten. Dann haben wir eben hier den Fall, allen Menschen der Erde und noch einige dazu, also 10 hoch 10, einfach eine große Nummer. Die Schulter ausrenken ist schlimmer als Folter. Ganz, ganz viele Nadelstiche sind schlimmer als Schulter ausrenken bei vielen Leuten. Und wenn die Transitivität gilt, dann können wir daraus schließen, dass ganz viele Nadelstiche schlimmer sind als Folter. Aber hier möchte man halt eben sagen, dass es nicht der Fall ist. Und die Frage ist jetzt, ja, ist, können wir das tun? Ist das erlaubt? Ja, vielleicht. Es kommt dann einfach heraus, dass wir ein bisschen in einem Kreis gefangen sind. Wir würden dann sagen, Schulter ausrenken ist schlimmer als Nadelstiche, Folter ist schlimmer als Schulter aushängen, aber dann sind die Nadelstiche wieder weniger schlimm als die Folter und dann geht es eigentlich immer rundherum da. Und angenommen, wir sind nun in einer Entscheidungssituation, wo alle drei Dinge zur Frage stehen. Naiverweise würde man sagen, ja, dann kann man sich nicht entscheiden, weil immer etwas besser ist als die Wahl, die man jetzt gerade treffen würde. Aber hier können wir einfach sagen, gut, postulieren wir, dass man in diesem Fall einfach irgendetwas wählen dürfe und dann scheint dieser Ansatz schon okay zu sein. Das Problem ist aber jetzt, dass angenommen, wir entscheiden uns dafür, Richtung links zu fahren, wo wir verhindern können, dass sehr vielen Leuten die Schulter ausgerenkt wird. Und nun mit dem Auto auf dem Weg nach links stellt sich plötzlich heraus, dass da ein Loch im Tank ist, ein kleines Loch, und wir haben weniger Benzin, als wir uns eigentlich eingeplant hatten. Und plötzlich ist die Situation so, dass die Folter, die wir auch verhindern könnten, ein wenig zu weit weg ist, wenn wir jetzt umdrehen würden. Aber die Nadelstiche sind gerade noch in der Reichweite des Wagens. Dann fällt also die dritte Alternative weg. Und nun ist es ganz klar so, dass wir gesagt haben, dass die Nadelstiche schlimmer sind als die Folter. Und das heißt, nun müssen wir mit dem Auto umdrehen und wieder zurückfahren. Und das ist doch ziemlich unplausibel. Und das Problem ist eben, dass wenn wir die Transitivität aufgeben, dass es dann Fälle gibt, wo das Vorhandensein einer dritten Alternative eigentlich die Entscheidung ausmacht, ob wir hier nach links oder nach rechts gehen sollen, obwohl den Leuten, denen die Schulter ausgerenkt wird, oder den Leuten, die mit der Nadel gestochen werden, für die bleibt der Schmerz genau gleich. Und wieso sollte es eine Rolle spielen, ob ich theoretisch die Folter noch erreichen könnte oder nicht? Wir sehen also, dass auch dieser Ansatz Probleme beinhaltet. Ein dritter Versuch wäre noch, für jede Art von Leid ein oberes Limit zu definieren, wenn man das Leid aggregiert, also wenn viele Menschen davon betroffen sind in einer Entscheidungssituation. Da könnte man zum Beispiel sagen, dass das obere Limit bei Nadelstichen, also egal wie groß wir die Nummer machen, kann nie höher sein als der Schlimmheitsgrad von einmal Folter. Aber es könnte zum Beispiel höher sein als der Schlimmheitsgrad vom Schulterausrenken. Und wenn wir mit solchen asymptotischen Graphen die Angelegenheit betrachten, dann können wir das Problem der Intransitivität eigentlich umgehen, weil dann könnte man die Entscheidungssituation haben, wo wir, wie wir vorher gesehen hatten, hier alle drei Möglichkeiten einfach genau den gleichen Wert haben und dann ist es völlig unproblematisch, kann man einfach sich irgendwie entscheiden. Oder dass eben die Folter immer schlimmer ist als die Nadelstiche, weil die Nadelstiche gar nicht so hoch gehen können. Und hier habe ich nun die Folter mit Tod ersetzt, aber das könnte man auch anders lassen, aber für das Beispiel, das nun kommt,
geht es so am besten. Und zwar hat, das ist auch wieder Norcross, wie beim vorherigen Beispiel, Alistair Norcross, der ein gutes Paper dazu geschrieben hat, der hat sich ein Beispiel ausgedacht, der zeigen soll, wieso dieser Ansatz mit der asymptotischen Aggregation auch nicht funktionieren kann, seiner Meinung nach. Und zwar sagt er uns, dass zwei Arbeiter in einem Schacht gefangen sind und 20.000 Menschen in der benachbarten Stadt haben eine sehr schmerzhafte Krankheit. Und wir können nun einen Schalter drücken, der macht, dass die Arbeiter sterben. Und hier ist Tod, also man könnte auch sagen, dass sie qualvoll sterben und dass es dann Folter beinhaltet. Einfach Tod, etwas sehr Schlimmes. Und dass wir, dass man der Meinung sein könnte, dass nicht gerechtfertigt ist, nur damit wir bei 20.000 Leuten den Schmerz stillen. Und der springende Punkt ist, dass diese Arbeiter das Heilmittel für die Krankheit in ihrem Körper drin haben. Und deshalb ist es dumm gelaufen. Und die Frage ist jetzt, ist es erlaubt, diese Handlung zu vollziehen? Und das Problem ist, dass wenn wir diese asymptotische Aggregation berücksichtigen, die Antwort eigentlich davon abhängt, wie genau das Heilmittel in den Körpern ist. Und zwar, wenn in jedem Körper die Hälfte der benötigten Menge des Heilmittels ist, dann ist die Situation so, wie wenn ich zweimal entscheide, einen Arbeiter zu töten oder sterben zu lassen und dafür 10.000 Menschen mit dem Heilmittel heilen kann. Wenn nun aber in beiden Körpern unterschiedliche Komponenten des gleichen Heilmittels sind, und wenn man die zuerst beide Arbeiter töten muss und dann die Komponenten zusammenmixen muss, dann ist der Entscheidungsfall anders. Also entweder geht es hier, zwei Leute sterben für 20.000 oder stirbt zweimal jemand für 10.000. Und diese Situationen werden nun unterschiedlich gehandhabt mit dieser Aggregation, weil hier die zusätzliche Schlimmheit von einmal tot zu zweimal tot prozentual größer ist als von 10.000 Krankheitsfällen auf 20.000 Krankheitsfälle, weil eben dieser asymptotische Graph hier nach oben abflacht. Und dann hätten wir wieder so eine Absurdität, wo die Frage, ob wir diesen Knopf jetzt drücken sollten, davon abhängt, in welcher Weise das Heilmittel hergestellt wird und ob schon es eigentlich für das Leid der Leute selber völlig keine Rolle spielt. Nun, diese drei Beispiele sollen eigentlich zeigen, dass wenn wir die Konklusion blockieren möchten, dass Nadelstiche irgendwann schlimmer sind als Folter, dass dann eigentlich die meisten, fast alle, eigentlich alle Alternativen auch sehr absurd sind. Vielleicht gibt es da weitere Versuche, mir sind keine bekannt. Und ja, da muss man sich einfach überlegen, was von all dem scheint mir am wenigsten absurd und möchte ich vielleicht nicht doch diese Konklusion schlucken, dass es eine endliche Anzahl an Nadelstichen gibt, die schlimmer ist als Folter. Ja, nun, gerade die letzten paar Beispiele waren sehr hypothetisch und dann kann es den Einwand geben, was bringt mir das überhaupt, wieso sollte ich über solche weit hergeholten Szenarien nachdenken und ist das Ganze überhaupt praktisch relevant? Dazu gibt es einiges zu sagen. Zuerst einmal, es geht uns sicher nicht um den spezifisch beschriebenen Fall, um genau dieses Gedankenexperiment, das ich vorher gebracht habe. Es ist sicherlich niemand der Meinung, dass wir ein solches Szenario in unserem Leben irgendwann erleben werden. Das wäre äußerst unwahrscheinlich. Sondern es geht bei den Gedankenexperimenten eben darum, Regeln, Werte, Ziele von uns zu überprüfen. Und dafür müssen wir uns dann schon auf die Äste hinaus wagen, damit wir wirklich testen können, was wir eigentlich denken. Und dazu sind eben die Gedankenexperimente da. Und es ist auch so, dass unsere Ziele eigentlich ständig zum Tragen kommen. Es ist nicht nur so, dass wir in Extremsituationen, dass es dort einen Unterschied macht, sondern eigentlich alles, was wir tun, hat mit unseren Zielen zu tun. In unserer Gesellschaft gibt es die Tendenz, dass wir die Ethik
immer ein bisschen in eine Ecke abschieben. Wie zum Beispiel, wenn man in der Zeitung über Ethik liest, geht es oft um Fragen wie, ist es an der Tour de France erlaubt, Doping zu nehmen, wenn es alle anderen auch tun? Das ist sicher eine interessante Frage, über die man nachdenken könnte. Aber eine andere Frage ist auch, ja, warum irgendwie monatelang Fahrrad fahren, währenddem pro Tag 20.000 Kinder verhungern? Also ja, das geht jetzt nicht nur um die Radfahrer hier, sondern eigentlich, das kann man auf alle Menschen eigentlich anwenden. Und wir müssen die Prioritäten in unserem Leben irgendwie setzen. Und mit Gedankenexperimenten können wir eben herausfinden, was uns wichtig ist. Ich möchte hier noch kurz auf einen TED-Talk hinweisen, der kürzlich herauskam, der auch mit dem Thema zu tun hat und der sehr gut ist. Ich habe keine Zeit, ihn hier zusammenzufassen, aber der TED-Talk ist von James Flynn, Why Our IQ Levels Are Higher Than Our Grandparents, und er hat auch einige schöne Beispiele, weshalb es wichtig ist, die hypothetischen Dinge ernst zu nehmen und daraus eigentlich handlungsrelevante Prinzipien abzuleiten. Zum Ende möchte ich noch ein allerletztes Gedankenexperiment vorstellen, und zwar ein Meta-Gedankenexperiment, also ein Gedankenexperiment dazu, weshalb es sinnvoll ist, Gedankenexperimente zu machen. Und zwar nehmen wir an, alle Babys kämen sprechend auf die Welt. Und es wäre für die Menschen völlig nicht vorstellbar, dass ein Baby auf die Welt kommt, das nicht sprechen kann. Und dann würden die Menschen eigentlich denken, ja, alle Menschen können sprechen, es ist doch ein Mensch, es kann sprechen, das Baby. Und wenn wir uns die Frage mit der Tierethik überlegen, könnte man ganz einfach sagen, Tiere können nicht sprechen, Tiere können nicht über Moral nachdenken und deshalb sind Tiere weniger wert als Menschen. Und wenn wir in einer solchen Welt leben würden, wäre es sicherlich viel, viel schwieriger, den Leuten eigentlich klarzumachen, dass auch Tiere moralisch zählen. Und aber es wäre nur schwieriger, und das ist das Gute zumindest, es wäre nur schwieriger, wenn die Leute hypothetische Szenarien nicht ernst nehmen. Wenn aber allen klar ist, dass auch eine hypothetische Konklusion, die absurd ist, ein Problem darstellt, dann können wir dieses Problem, dann ist es zum Glück nicht so schlimm. Und ja, hängt der ethische Status von Tieren davon ab, wie menschliche Babys zur Welt kommen? Jawohl, eher nicht. Und wenn wir in einem Gedankenexperiment darauf kommen, dass unsere Prinzipien, die wir eigentlich für gut erachten, absurde Implikationen haben, dann ist es ein Indiz dafür, dass irgendwo etwas fundamental nicht stimmt. Und dann können wir nicht einfach sagen, ja, das ist nur im hypothetischen Fall so, sondern das ist ein Indiz dafür, dass eben irgendwo etwas nicht stimmt. Und wenn wir weiter einfach unsere Prinzipien verfolgen würden, dann wissen wir nicht, wo das hinführt, weil irgendetwas verpassen wird, das ist dann eine Art Wundertüte. Und es wäre viel sicherer, sich da genauer Gedanken zu machen und irgendetwas zu hinterfragen. Die Zusammenfassung des Vortrags. Eben in der Ethik geht es darum, breit gefasst geht es um Ziele und eng gefasst geht es um eine bestimmte Art von Zielen, um Unparteilichkeit und Altruismus. Wir haben gesehen, dass Gedankenexperimente eben zur Überprüfung von Intuitionen und Prinzipien dienen. Wir haben gesehen, dass Deontologie wenig Sinn ergibt. Also Deontologie ist der Gegensatz zum Konsequenzialismus, wo die Konsequenzen zählen. Das wäre das Beispiel mit dem dicken Mann und der Brücke. Dann haben wir gesehen, dass manchmal eigentlich alle Möglichkeiten ziemlich absurd erscheinen, wie mit der Folter und den Nadelstichen, und dass es dort schwierig ist, wie wir damit umgehen sollen, und vielleicht sind wir in einer Position, wo wir einfach nur das wählen können, was am wenigsten absurd ist. Und ich hoffe, ich konnte euch überzeugen, dass uns Gedankenexperimente im Leben weiterbringen und dass es sich lohnt, weiter darüber nachzudenken. Danke.